Hallo und herzlich willkommen zum ersten Spieltag der neuen Quiz-Duell-Liga. Ja, die Quiz-Duell-Liga startet rein in die zweite Saison und wir haben im ersten Spieltag gleich mal ein paar Probleme mal wieder gehabt, weil wir jetzt 10 Teilnehmer sind. Es ist eine 10er-Liga mit 18 Spieltagen, also auch Hin- und Rückspiel. Wir haben bei meinem Duell natürlich ein Problem gehabt, weil mein Gegner inaktiv ist und somit habe ich jetzt einen beliebigen Spieler, der mir sozusagen zugelost wurde. Das ist nämlich das Gutfriedchen. Ist anscheinend eine Frau, ich weiß gar nicht, wer das ist. Wir spielen jetzt einfach mal und geben auf jeden Fall unser Bestes. Erste Runde, raus im Kühn, ist definitiv eine Kategorie, wo, sage ich mal, okay bin. Wie hieß das erste Säugetier, das aus einer Zelle eines erwachsenen Schafs geklont wurde? Das war Dolly. Das ist schon mal richtig. Weiter geht es. Welche Pflanzenfamilie zählt zur Ordnung der Spargelartigen? Das sind die Korbblüter. Nein, das sind die Orchideen tatsächlich. Weiterhin 1:1. Bisher alles gleich gehabt. Welches Kraut gibt es wirklich? Das ist das Bohnenkraut. Das weiß ich wiederum. Und somit erste Runde 2:2 und wir haben eigentlich beide genau das gleiche geantwortet. Also das wird auf jeden Fall ein sehr ausgeglichenes Duell. Weiter geht es jetzt mit der zweiten Runde hier am Donnerstagvormittag. Es ist 8 Uhr und ich bin schon fit und wir nehmen natürlich Sport und Freizeit. Gegen eine Frau ist es immer geschickt, Sport und Freizeit zu nehmen. Warum wisst ihr, denke ich, selber? Welche der folgenden italienischen Fußballmannschaften kann man bei einem Stadion im Stadio Olimpico zusehen? Das ist der AS Rom. Das ist natürlich richtig. Fußballfragen kann ich auch nochmal. Wie wird dieses aus China stammende strategische Brettspiel genannt? Ich habe das noch nie gespielt. Ich weiß auch die Regeln nicht. Ich weiß nur, wie es heißt. Es heißt nämlich Go. Zweite Antwort richtig bei Sport und Freizeit. Welches dieser Länder konnte sich für die Fußball-WM 2018 qualifizieren? Natürlich war das da, wo Italien nicht dabei war. Wir nehmen aber Italien. Ist tatsächlich Island gewesen. Ich dachte, das wäre 2016 gewesen, wo Island doch mit den Fans, oder war das erst 2018 tatsächlich? Egal, auf jeden Fall, weiterhin zwei richtige auch bei Sport und Freizeit. Mal schauen, was das Gutfriedchen so da geantwortet hat. 8 Stunden später geht es jetzt mal weiter gegen das Gutfriedchen. 4:3 bin ich vorne nach dem ersten Drittel, nach 2 Runden, aber das heißt noch gar nichts. Es ist eine knappe Kiste auf jeden Fall. Und wir haben jetzt Bücher und Wörter, auch eine Kategorie, wo ich nicht so gut drin bin, aber mal schauen, wie es läuft. Welches der folgenden Bücher hat David Pelzer nicht geschrieben? Also ich kenne nicht mal den Autor. Und auch die Bücher nicht. Wir nehmen einfach mal das erste. Der verlorene Sohn ist nicht richtig, das wäre gewesen der Junge mit einem Loch in der Hand, sagt mir auch gar nichts. Aber auch meine Gegnerin hat es falsch gemacht, somit bleibt es bei der knappen Führung. Welches Sprichwort stammt aus Johann Wolfgang von Goethes Epoche? Reinecke Fuchs. Also, die kenne ich alle. Wie der Vater, so der Sohn. Nein, wie gewonnen, so zerhauen und somit Gleichstand. Also, enges Duell auf jeden Fall. Was hat Harry Potter auf der Stirn? Das ist definitiv ein blitzförmiges Muttermal. Nein, eine Narbe tatsächlich. Es ist eine blitzförmige Narbe. Also, das ist auch schon wieder die Fragestellung eigentlich. Ja, nicht ganz korrekt, sag ich mal. Und da sind wir jetzt sozusagen beide drauf eingefallen. Natürlich ist es eine Narbe, die in Form vom Blitz natürlich ist, aber ja, also das ist die Fragestellung, das ist ja total eine richtige Falle gewesen in der Fragestellung tatsächlich. Also wie gesagt, genau lesen. Und wenn zu einfach Fragen kommen, dann einfach schnell irgendwas antworten. Also lieber wirklich nochmal genau rüberlesen und somit Gleichstand, somit wäre ich noch in Führung gewesen, wenn ich da ein bisschen genauer gelesen hätte, aber egal, Gleichstand und somit geht's in die zweite Halbzeit gleich. Wie gesagt, 4:4, jetzt Runde 4, jetzt haben wir auf einmal lauter Vierer da. Und dann nehmen wir natürlich Glauben und Religion, die anderen zwei Kategorien nehmen wir mal lieber nicht. Welches der folgenden ist kein Sternzeichen in der Astrologie? Jetzt kommt das mit den ganzen Sternzeichen wieder. Ich glaube, es müsste der Stier sein, ist aber der Pfeil. Das gibt's doch gar nicht, das Sternzeichen. Also jetzt kommen schon wieder irgendwelche komischen Sachen daher. Mit Sternzeichen, achso, wahrscheinlich was kein Sternzeichen ist. Was ist die größte Religion in Europa? Das ist natürlich das Christentum. Alles andere
Würde mich schon sehr wundern. Wenigstens das ist richtig. Welches Jahr ist 2013 nach buddhistischer Zeitrechnung? War das früher oder später? Also 2013 selber nicht. Wir nehmen mal das hier, 2557, und das ist auch die richtige Antwort tatsächlich. Und somit in Glauben und Religion wenigstens zwei Fragen richtig gehabt, aber man hat schon gesehen, wenn man nicht genau liest, was dann sozusagen passiert. Mal schauen, wie es jetzt nach Runde 4 dann aussieht. Vor der letzten Runde bin ich jetzt also schon unter Druck. 6 zu 7 bin ich hinten gegen Gottfriedchen. Aber wir haben ja noch zwei Runden. Unter anderem Rund um die Welt, Runde 5. Da bin ich eigentlich, ja, etwas besser. In welcher Stadt liegt der Himmelstempel? In St. Petersburg. Nein, in Peking. Hätte man draufkommen können wegen Tempel und China, aber egal. Weiter geht es. Welches der folgenden ist ein neues Bundesland? Das ist natürlich Thüringen, ganz klar. Aber ich lege weiterhin eine Frage hinten. Welche Landesflagge besteht nicht nur aus einem einfarbigen Kreis auf einfarbigem Grund? Das ist Südkorea. Und Gottfriedchen hat das falsch gemacht tatsächlich. Die hat gesagt Bangladesch, aber Bangladesch ist tatsächlich so eine Flagge. Gut, dass ich mich im Flaggen auskenne, somit unentschieden vor der letzten und alles entscheidenden Runde. 8 zu 8, also der Spielstand, ein sehr ausgeglichenes und spannendes Duell. Und jetzt darf ich nochmal die Kategorie aussuchen. Wir haben wieder nichts Gutes dabei, sage ich mal. Wir nehmen aber jetzt mal Körper und Geist und versuchen unser Glück. Angina pectoris tritt auf, wenn die Sauerstoffversorgung des Herzmuskels zu niedrig ist. Was ist ein Symptom dafür? Schmerz in der Brust nehme ich mal. Weil das andere sind alles keine Symptome. Herzstillstand und Herzinfarkt, das ist dann schon. Ja, dann ist es schon vorbei. Und Arrhythmie ist ja kein Symptom. Das ist auch schon eher eine Krankheit. Welche zwei medizinischen Bezeichnungen gibt es für die Milz? Da würde ich zu dem hier tendieren. Vesica oder Hepabes, Verlin oder Splenn gewesen. Habe ich beides noch nie gehört. Somit, letzte Frage. Das wäre gut, wenn das noch richtig wäre. Was ist ein Flatus? Ein entweichender Darmwind, und das ist richtig. Auch ein bisschen Glück hat da jetzt dazugehört, und somit wird es spannend, was Gottfriedchen jetzt in der letzten Runde antwortet. Sie braucht zwei richtige für ein Unentschieden und drei richtige für den Sieg. Also mal schauen, wie es läuft. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich zumindest einen Punkt holen konnte. Und das ist jetzt tatsächlich ziemlich ärgerlich gegen Gottfriedchen. Gibt es tatsächlich eine Niederlage? Und das ist erst die zweite Niederlage in der Geschichte von mir, von der Quiz-Duell-Liga. Ich habe ja in der ersten Saison gegen den Mozart mal verloren, aber das hier ist ja auch wieder ziemlich ärgerlich. 10 zu 11 gegen Gottfriedchen, ja, die einfach in Körper und Geist alles richtig hatte, aber Körper und Geist ist auch eine Kategorie, wo ich eigentlich nicht so gut bin. Jetzt ärgert mich auf jeden Fall diese Frage nochmal. Diese hier nämlich, was hat Harry Potter auf der Stirn? Das ärgert mich jetzt wirklich, dass ich da nicht genau gelesen hätte. Vielleicht wäre somit dann. Ja, noch ein Punkt drin gewesen, aber ist jetzt egal. Die Saison ist auf jeden Fall noch lang. Es gibt insgesamt tatsächlich 18 Spieltage. Wenn das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Erster Spieltag hat jetzt schon nicht so hingehauen, tatsächlich. Weil ja mein Gegner, gegen den ich eigentlich spielen sollte, ja, total inaktiv ist. Der hat ja, sich nicht mal gemeldet oder so. Ich habe den 10-mal geschrieben, aber alles nichts gebracht. Auf jeden Fall gegen den beliebigen Spieler gibt es eine knappe Niederlage. Ist ziemlich ärgerlich auf jeden Fall, aber. Ich will definitiv im nächsten Duell dann auf jeden Fall punkten am zweiten Spieltag. Und somit schauen wir jetzt natürlich noch auf die ganzen, ja, anderen Ergebnisse und natürlich auch auf die Tabelle. Bevor wir jetzt aber zu den Ergebnissen kommen, nochmal ein kleiner Auszug von Instagram tatsächlich. Euderleague, die posten tatsächlich an jedem Spieltag, ja, so eine kleine Zusammenfassung, wer gegen wen spielt und so weiter. Und hier sieht man es zum Beispiel, da könnt ihr es euch auf jeden Fall durchlesen. Und hier natürlich auch nochmal, der Spielplan, der wird da auch regelmäßig gepostet. Also da hatten wir Spiel 1, da hatten wir Chino gegen Jasmina. Dann Mönch, unser Mönch aus dem Kloster, der Niklas, trifft auf den Manuel, der Sieger, der Manu, der Pax Mozart. Dann dieser Kaspar Süker, den ich gar nicht so kenne tatsächlich. Der hätte gegen mich spielen sollen. Ich habe jetzt dann gegen einen beliebigen Spieler hingespielt, habt ihr gesehen. Dann der Nikolai ist auch dabei, der spielt gegen den Thomas aus Österreich, der ist auch natürlich in der zweiten Saison auch wieder mit am Start. Und dann der Henry mit Y, ganz wichtig,
spielt gegen den Dino. Das die 5 Partien und da zeige ich euch jetzt auf jeden Fall die Ergebnisse. So Leute, jetzt kommen wir zu den ganzen Spielen mit Ergebnissen natürlich. Wir beginnen mit Spiel Nummer 1 und da hat Jasmina gespielt gegen unser Neuling, den Chino. Und es ist 9:3 ausgegangen, somit ja 6 Punkte Differenz. Das war tatsächlich mal eine etwas klare Angelegenheit tatsächlich. Somit Jasmina aktuell auf dem ersten Platz und Chino auf dem letzten. Aber wie gesagt, die Tabelle gibt es gleich und die hat noch relativ wenig Aussagekraft, sag ich mal. Dann Spiel Nummer 2, da hat der Mozart gespielt gegen unseren Mönch, nämlich den Pax Niklas. Und ja, da hat der Mozart gewonnen mit 9:6 und somit ist das der dritte Platz aktuell. Niklas ist auf dem achten Platz. So sieht's aus. 3 Punkte Differenz. Die Spiele werden immer so ein bisschen knapper. Aber jetzt auch nochmal, ja, souverän durchgesetzt, unser Thomas, genauer gesagt der Toto aus Österreich, 9:5 gewonnen gegen den VfL Osnabrück-Fan. Auch das eher so ein bisschen ein klareres Duell. Dann ganz knappes Duell vom Dino, der gegen die Fiona verloren hat. Das war tatsächlich nur die Aushilfe vom Henry, weil der ist aktuell tatsächlich im Urlaub, soviel ich weiß. Der hat jetzt über ja, Silvester, Neujahr so Urlaub und ist somit ja, nicht da. Der hat, glaube ich, da auch kein WLAN oder so, deshalb kann er nicht spielen. Und da springt jetzt Fiona ein. Ich glaube, das ist auch irgendeine Bekannte vom Henry oder so. Auf jeden Fall knappes Ding. Dino verliert 6:7 knapp, somit für den Dino der 7. Platz und für den Henry, das ist sein Platz, der 5. aktuell. Und dann kommen wir natürlich auch noch zu meinem Spiel. Die knappe Niederlage gegen Gutfriedchen, das ist eigentlich jetzt der sozusagen leere Platz. Das wird wahrscheinlich immer ein Random-Spieler sein oder wird es immer Gutfriedchen sein. Keine Ahnung, wer da dann spielen wird. Auf jeden Fall bin ich aktuell am 6. Platz und ja, der 4. Platz ist somit ja, noch offen, sage ich mal. Also wenn ihr mitspielen wollt, gerne natürlich melden. Aber wie gesagt, jetzt kommen wir noch zur Tabelle. Das habe ich diese Saison so ein bisschen anders gestaltet. So ein bisschen übersichtlicher, hoffe ich, für euch. Das sehen wir natürlich, wer wie viele Fragen richtig hat, welche Fragen der Gegner richtig hatte und so weiter, natürlich die Punkte und natürlich auch Siege, Unentschieden und Niederlagen. Genau, und da haben wir an diesem Spieltag natürlich nur Siege bzw. Niederlagen erlebt. Und ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, wie es weitergeht mit der zweiten Saison der Quiz-Tour-Liga. Das ist so ein kleines Upgrade auf jeden Fall im Vergleich zur ersten Saison, wo ja dann wieder ein ausgestiegen ist. Ich hoffe, das passiert dieses Mal nicht. Es wird eine lange Saison werden, 18 Spieltage. Jeder spielt gegen jeden und das zweimal, also Hin- und Rückspiel. Bin gespannt, wie das so laufen wird. Und ja, mein Ziel übrigens auch schnell ist auf jeden Fall die Top 5. Bin ich aktuell knapp drunter, aber wie gesagt, wir haben ja noch ein paar Spieltage. Und jetzt sind wir erstmal gespannt, gegen wen es am zweiten Spieltag rangeht. Das weiß ich tatsächlich noch gar nicht. Also ich weiß da noch nichts von Ihnen. Der Manu macht das dann immer. Der schickt uns das jetzt bestimmt dann, ja, entweder noch heute im Laufe des Abends rein oder dann morgen an Silvester, dass wir dann den zweiten Spieltag spielen können. Und somit würde ich sagen, war es das dann mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.